Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur 24. Folge. Weiter am Geld scheffeln und Connections machen. Jetzt auch mit Plan hier. Gerade wach geworden. Schnell raus aus der Hütte. Der sieht schon mittlerweile geil aus, oder? Gut, die blauen Scheiben stören jetzt ein bisschen, aber komm, wir machen das schnell. So darf der nicht aussehen. Ach, scheiße. Erstmal removen. So ein Ding habe ich doch gekauft. Habe ich denn das hingeschmissen da? Dann remove ich. So. Nee, schwarz sieht jetzt scheiße aus. Naja. Ja. Sieht schon okay aus, aber ganz ehrlich, schon ein bisschen dunkler sein können. Na gut. Na gut. Nur noch zwei Scheiben, die wir dunkel tönen können. Ist echt die Frage, schwarz oder weiß die Reifen? Gut, gießen. Auch viel mehr von dem Zeugs. Du nicht alles selbst brauchen. Gestern drei Dübel verballert. Nee, nee. Heute mal nett. Heute mal nicht. Sag ich ehrlich. Es ist Sonnenschein. Also das Ding knallen wir auf jeden Fall an. Gleich geht's los. Ich denke um 4 oder um 6 oder irgend sowas. Gut. Das fahren wir weg. Wir kaufen Putin. Wir gehen das Ding wieder voll machen. Let's go. Und wir gehen bei unserem Bruder vorbei. Dann können wir gleich mal checken, ob der schon um 4 Uhr morgens da ist. Und ich muss aufpassen. Ich habe einen wichtigen Transport. Also das darf ich echt nicht verlieren. Ist der so ein Early Bird, mein Bruder? Ja, ne? Der wird schon da sein. Wenn nicht, rauche ich einen bei ihm. Der hört mich schon... Dann liegt Holz. Der hört mich schon ankommen. Es geht. Ist der schon da? Nee. Ja gut, ist nur ein Grund, einen zu quarzen. Kann ich den Stuhl benutzen? Nope. Na gut. Quatsch ich jetzt ein, bis du kommst, Bruder. So. Der wird sich dick erschrecken, sage ich ehrlich. Kommt wahrscheinlich um 6 Uhr morgens. Bis gleich, Leute. Nochmal einen fetten Zug, bevor er aus der Tür kommt. Stuhl zusiffen. Ja, Licht ist angegangen und es regnet. Digga, er ist einfach nicht... Licht ist nicht angegangen, es ist nicht 6 Uhr morgens. Zum Glück ist die Tüte noch an. Ja gut, komm, ich warte jetzt auf den. Dann ist es halt 7. Einfach anzupissen. Fuck, ich hab den Generator an. Der nützt dann einen Scheiß. Digga. Meine Jolle ist gleich tot. Komm mal raus jetzt. So, das war's mit der Lunte. Schön auf den Stuhl geschnickt. Jetzt komm da raus. Ja? Zum Glück war es nur ein kurzer Regenschauer, aber das, was hier passiert, ist sehr, sehr bitter. Jetzt muss ich hier wirklich nochmal warten. See ya. Willkommen zurück, meine Freunde. Nachdem ich gerade hier das Auto umgestellt habe,
Wollte gerade hier wieder zurücklaufen. Darf ihn warten. Bin hier an den Brunnen gegangen. Bin hier hochgehüpft. Guckt mal, was hier ist. Das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Das letzte Ei. Lass mich das an. Yeah! Ha? Pro Gamer. That's me. Und jetzt kommt der Bruder um 8. Ich mache mir bitte Notizen, wann die Jungs wo auftauchen. Das muss 8 Uhr sein. Also wird der jetzt wohl nicht länger pennen. Ich klopfe jetzt an die Tür, bis der da rauskommt. Du weißt, Rauchern, wenn denen langweilig wird, dann ne, zünde ich mir noch einen an. Das Auto sieht so mega geil aus. Also ich nehme das mit den weißen Felgen. Ja. Yep. Also vorübergehend, bis wir uns welche kaufen können, ne? Jetzt um 8 Uhr kommt er da aus der Haustür, setzt sich ultra realistisch auf den Stuhl. Man hört ihn schon. Achtung, jetzt kommt er. Da gesehen, wie er aus der Haustür kam, ja? Geht. Okay. 8 Uhr morgens. Man merke. Passiert mir nie wieder. Jetzt weiß ich es auch genau. Ja, Licht wieder ausschalten. Immer mal wieder zurückgucken. Nach der Todeskurve auf jeden Fall. Da vorne. Warte mal, die fahre ich fast ohne Kurve einfach, dann geht das. Ja, Mann, easy. Und ich müsste mir neue Samen besorgen. Nachdem unser Ernteprojekt nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass dieses Ei im Brunnen vom Bruder ist. Ist schon hart. Einfach alle 6 Eier. Nee. Hallo Buddy, ich lasse einfach die Karte hier stehen. Komm jetzt einfach ohne Parkplatz, dies, das. Schon keiner kommen und wenn schon. Hi. Ja, passt. Gar nicht geguckt, vielleicht kann er mir schon neue Sachen finden. Mittlerweile bin ich ja schon ein paar Mal bei dem gewesen. Ich glaube noch nicht genug. Vielleicht fahren wir auch mal wieder zu einem Rennen, einfach einen 50er, auch um Kontakte zu pflegen. Mal gucken. Ich spiele mit Gedanken. Ich kaufe jetzt auf jeden Fall weiß. Hallo Freunde! Heute dampfe ich euch nicht die Bude zu. Alles gut, ich bin ein bisschen sparsamer. So, aber ich brauche Shipit! Auf jeden Fall Shipit. Und davon viel bitte. Kein 20 kostet das Ding, ne? Ja, so knapp. Knapp ein 20. Es geht. Bei dem muss ich doch mittlerweile auch. Yes, sir. Ich denke, bei 25 Friendship werden wir den. Ja, what, Digga? Erst 21? Ich dachte, ich wäre schon höher jetzt mittlerweile. Nee, wirklich 21. Okay, ich denke, bei 25 wird er uns den Schrottplatz aufmachen. Vermute ich. Bei der Rennstrecke bin ich mir nicht sicher. Keine Ahnung. Norman hier. Na gut. Auf jeden Fall das hier. Ja. Hätte näher parken sollen. Perfekt. Einmal weiß. Danke. Benutzen wir auch direkt, damit das Auto fertig ist. Ich habe jetzt nicht hier oben angesprüht, oder? Nee, gut. Perfekt.
Boom. Machen wir nochmal richtig weiß hier. Boom. Die sind aber glänzend, ne? Aber das passt schon. Das passt schon. So. Machen wir nochmal weiß. Dein Rust nehmen wir noch mit. Der BMW wird hundertprozentig nur irgendwo eine Stelle haben, die ich nicht bearbeitet habe. Das ist wichtig. Der hat auch die ganzen Felgen, die ich nicht bearbeitet habe. Yep. Zum Beispiel mit 80 Dollar Putin kaufen. Ja. Yep. Leider. Obwohl ich gerne Beleuchtung austesten würde. Let's go. Was bekommen wir jetzt eigentlich für die Eier? Einfach nur das Lob? Oder gibt es da noch ein bisschen mehr? Sollen wir was drüber wachsen lassen? Irgendein kleines Tütnet, Digga. Genau in meinem Weg. So. Hallo. Das nächste Fass. Das ist schon das zweite. Wo ist mein erstes? Aha. Come back next business day to collect the empty barrel. Von wo denn? Gut, dass ich das jetzt gemerkt habe, sonst, ne? Würde ich mir noch mehr Fässer kaufen, alles klar. Alles klar. Noch mehr Money für uns. Nicht kaputt gehen da hinten, bitte. Wuhu, Money. Aber wie, ich sag euch ehrlich. Ich hätte mir noch so ein... Egal, wir müssen eh noch... Hallo, Motherfucker. Wie wenn man sein Kind an der Tankstelle vergisst, ganz ehrlich. Aber wir haben noch Zeit und ich muss Putin kaufen, fällt mir dabei noch ein. Hallo, was war mein Fehler? Geht's dir gut? Bist du ausgelaufen? Bist du noch feucht? Na gut, wir fahren wieder zurück. Ich hol mir die Sap-Dinger da. So einen Baum anschließen. Geh weg, ich fahr hier. Ja. Die hole ich mir noch schnell. Und ich muss mit dem Typ reden. Das ist auch Parkverschwendung, wenn ich das nicht mache. Ich mach mal ein bisschen leiser. Busy leiser. So. Einfach Motor laufen lassen, weil wir es haben. Ich wieder näher stehen lassen können. Die Dinger einmal bitte. Auch lieber in den Fahrradraum. Ja, danke. Und einmal Seil. Beziehungsweise Schlauch. Digga, haben die hier alle V8? Na klar, haben die alle V8. Welch eine Frage. Nehmen den Weg durch die Stadt zurück. Jetzt ist gleich 12. Hat der einen Unfall? Was ist denn mit dem? Wieso steht der so schief? Okay. Okay, Bruder. Boah, wir haben noch über eine Stunde. Ekelhaft. Ist halt schon ein Problem, wenn man so früh wach wird. Dann hole ich mir halt noch Maple Juice da. Ach komm. Dachte ich, kann easy noch nach Hause. Dann hole ich mir auch Kaffee heute. Also, jetzt schlafe ich hier wieder ein.
Ja. Nimm mal mit. Ja, ich habe Kaffee geäxt, Bruder. Brauchst gar nicht so zu gucken. Ich bin so unentschlossen beim BMW. Wheel-Bearing, ist das so Abstand beim Rad, ja? Aber ich glaube, der illegale Händler hatte da eh geilere Sachen. Das könnten wir mal mitnehmen. Ja. Gib mir. Ist zwar jetzt völlig sinnfrei, ist aber auch nicht teuer. Das ist teuer. Das ist auch völlig sinnfrei, aber auch nicht so teuer. Oh. Das klassische Kleine ist schon eins der geilsten. Oh, oh, what? Okay. Sehr gut. Einen nehme ich mit zur Sicherheit, man kann nie wissen. Na gut, wir fahren rüber. War ja noch Putin. Im Optimalfall auch viel. Der ganze Truck voll Scheiße. Hallo? Was geht ab? Könntet ihr bitte früher für mich aufmachen? Ich hab so einen Hunger. Ich hab so Bock auf Putin. Putin! Gib mir Putin oder ich stelle mich auf die Straße und sterbe. Na gut, dann brauchen wir halt noch einen. Es muss, was muss. Was schmeckt, das schmeckt, ne? Was muss, das muss und was schmeckt, das schmeckt. Die Karte sieht einfach nur sahnig aus. Einfach nur sahnig. Die Scheiben könnten dunkler sein für meinen Geschmack. Könnte auch dran liegen, dass ich jetzt stoned bin. Digga. Was ist das für eine Gastronomie? Einfach um 12 Uhr aufmachen. Mann, 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 du. Buh. Pfui. So, jetzt mach auf die Scheibe. Das ist doch gut. Mann. Musik an. Geil, wenn du zur Arbeit kommst und ein verrückter Tanz auf deinem Dach, oder? Es war schon die richtige... LOL. Okay. Das hat sich doch gelohnt, der Ausflug da oben. Lul. So, jetzt mach die scheiß Tür auf. Nachdem ich euer Fake-Loch gesehen hab. Ah! Muss ja wieder ausladen wie ein Bekloppter, ey. The fuck, man. Reich Sachen dabei. Okay, wir sind good to go. Zum Glück habe ich nicht noch ein beschissenes Fass gekauft. Hat mich schon ange... Ja, jetzt ist es auch okay-isch Geld für das Fass. Jetzt komme ich damit klar. Ey. Sagt mir Bescheid, wenn das Dach ausfällt hinten, ja? Bitte. Obwohl ich die Kurve ja mittlerweile kenne. In der es abkackt. Diesmal auch langsam. Guck mal, wie slow. Slow and steady. Slow and steady. Das Auto sieht so geil aus. Finde ich. Sogar von innen komme ich voll drauf klar. Wobei ich mir noch überlege, den Sitz weiß zu machen.
könnte irgendwie in das Styling passen. Also beige wäre geil, glaube ich, ne? Hm. Nee, ich lasse ihn schwarz. Nee, ich lasse ihn schwarz. Ich spiele damit jetzt nicht drin. Im Endeffekt ändere ich das und dann gefällt es mir doch nicht. Ja, fahr. Das war knapp. Okay. Station Nummer 1, kurz ans Haus. Ja, genau das nicht. Das nicht. What the fuck, Digga? Ja gut, das kann auch hier bleiben. Kaffee kann auch hier bleiben. Was haben wir hier? Kann auch hier bleiben. Kann auch hier bleiben. Ein Putin noch übrig. Eins lassen wir im Auto kommen. Plus den Maple Juice lassen wir auch im Auto. Und Weiß kann auch raus. Gut. Scheiße, die Typen sind rausgefallen. Komm her. Komm her. Ich bin zu faul, um auszusteigen. Ach Mann. Gut. Weiter geht's. Weiter geht's. Nicht bremsen. Die Kettensäge sollte ich vielleicht mitnehmen. Die habe ich doch hier hingeschmissen, oder? Ja, die nehme ich mit. Wir hatten kein Holz mehr. Kettensäge. Das Ding hier. Ich glaube, davon habe ich noch... Ja, nee, davon habe ich noch eins am Haus. Passt. Muss eher ans Haus fahren. So. Jetzt aber ganz vorsichtig hier. Ich bin immer noch in der Hoffnung, dass ich hier irgendwo meine Seeds finde. Gemeine Scheiße. Oder man... Ach so. Vielleicht kriegt man immer nur zwei Seeds aus den Seeds, die man gefunden hat. This is possible, shit. Und dann muss ich halt einmal da hoch noch. Hm. Vielleicht komme ich heute dazu, das zu testen. Wir werden sehen. Fuck you. So. Ja, das passte. Gut, das kann da reinlaufen. Das soll da auch reinlaufen. Wir haben kein Holz mehr, alles klar. Ich habe die Maschine da hinten gelassen. Cool. Okay, dann nützt das gar nichts, dann muss es auch nicht laufen. Dann muss das auch nicht da reinlaufen. Uff. Uff. Okay, das ist nice. Das schließen wir später an. Muss das erstmal brennen. Das kann hier liegen bleiben. Die nehmen wir mit. Das kann hier bleiben. Das war's. Gut. Ich hatte irgendwo einen Baum schon gefällt. Der ist noch nicht fertig. Den würde ich gern verkaufen. Ich fahre hier raus erst einmal. Die erste Idee. Hier lag doch irgendwo einer. Da. Das ist aber auch ein Verkaufsbaum. Nee. Irgendwo hatte ich ja noch so einen Kackbaum gefällt. Au. Halt von denen auch schon überall die Äste runtergeballert. Verkaufsbaum will ich eigentlich verkaufen. War hier nicht irgend so ein hässlicher Weißer noch? Na gut, dann nehme ich halt die auseinander. Ich meine, die sind schon fertig, auch wenn die so ein bisschen klein aussehen.
Oder habe ich die gerade erst gepflanzt und die sehen wirklich ein bisschen klein aus und sind auch klein. Nee, mit denen ist alles in Ordnung. Ich hatte auch im Kopf, dass ich die schon multipliziert habe, die Dinger. Alles klar. Das reicht auch. Wie gesagt, wir müssen uns das Holz näher pflanzen. Einfach, dass ich nicht mit der scheiß Karre dahin fahren muss, sondern, ne? Dass ich rausgehe und da ist Holz. Holzding habe ich vor der Haustür. Beim letzten Mal Holz machen, da stehen lassen. Das tue ich auch wieder an das Farminghaus. So. Vielleicht nicht alles verlieren. Da habe ich auch schon was abgeschnitten. Das sollte ich mal mitnehmen. Das tue ich ans Farminghaus stellen. Das Ding hier. Hoffentlich bleibt das da drunter. Werden wir sehen. Hier liegt noch einer. Irgendwo hatte ich einen gesehen. Dann nehme ich dich doch mit, wenn du schon liegst. Wenn ich die Kettensäge wieder mitnehme, sollte ich auch tun. Weil ich die Maschine zum Holzhacken dann auch da hinten hinstellen werde, auf jeden Fall. Und zwei passen auf jeden Fall, also das easy peasy upsy. Weil man sagen muss, wenn die gehackt sind, sind die viel schwieriger zu transportieren, gell? Theoretisch ist es so besser, zumindest mit denen hier. Die sind nicht so riesig. So. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Wie schön er sich immer absenkt. Gefällt mir gut. Komme ich hier rum? Ja, Mann. So, jetzt holen wir das hier ab. Beim Schlachtfeld, wo ich alles rausgeschmissen habe. Ein Ticken zurück, bitte. Okay, okay, okay. Vielleicht noch ein Ticken. Das war zu viel. Das könnte gut sein. Man kann das eh mittlerweile so ein Stückchen ziehen. Hallo? Was? Er mag nicht? Dann komm. Hä? Hä? Willst du mir sagen, das Auto ist zu schwer oder irgend sowas? I don't get it. Oder blockt hier vielleicht irgendwas das Ding? Das ist gut möglich. Putin oder so. Okay, ich verstehe es nicht. I don't get it. I don't get it. Ist hier irgendwas an, ausgefahren oder so? Nö. Nö. Okay, der mag nicht mehr. Gut, dann muss er hier funktionieren. Alles klar. Kein Problem. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Oder wie ging der Spruch? Bestimmt nicht so. Weg mit dem Zeugs. Punkt 16 Uhr können wir auch wieder aufhören, den Generator laufen zu lassen, weil ob das Quatsch, ob da produziert das da hinten nichts mehr.
Ja. Ich werde das niemals in einer Fahrt darüber bekommen, ohne die Hälfte zu verlieren, aber ist in Ordnung. Zum Glück habe ich mich diesmal um meine Energie gekümmert, soweit. Könnte sogar reichen für das Rennen. Okay. Der letzte ist aber hier, ne? Ziemlich groß. Okay, mach aus. Mach aus. Hat gereicht. Sag ehrlich, wenn du das ein bisschen machst, wird dir einfach schwindlig. Es fühlt sich irgendwie so an, dass die weniger rutschen. Hat er da was gepatcht oder steht mein Auto einfach besser als beim letzten Mal? Es fühlt sich nach gepatcht an. Weil das war schon eklig, dass das dir die ganze Zeit entgegengekommen ist. Jetzt bleibt es da brav, ja? Kann es ein Patch sein? Komm. Noch ein bisschen. Dann kracht das Auto. Klemmt unter dem Rad. Jawohl. Jetzt kann ich eigentlich mal kurz Generator ausschalten. Plus ein, zwei Sachen hier wegtun. Du gehst aus. Dich brauche ich gerade nicht. Der kann hier neben chillen. Den The Rust Repair Kit direkt mal benutzen, weil das ist hier ekelhaft. Ja, besser. Viel besser. Wobei die Reifen werden ja auch ausgetauscht, ne? Aber nicht in naher Zukunft. Deswegen wollen wir dann erstmal mit denen da rumfahren. Jetzt mittlerweile mache ich genug Geld. Ich hatte keine Lust, das von diesen kleinen Geldbeträgen zu zahlen. Fresse ich einen Putin? Nein, auf gar keinen Fall. Lass ich da liegen auf meinem wunderschönen Sitzplatz. Das kommt hier hin. Nur ein Zusatzkaffee. Kaffee kannst du nie genug haben. Genau deswegen. Das gucken wir uns bald an. Lass ich mal hier liegen. Sehr interessant. Und einmal weiß. Weiß kann man immer gebrauchen. Ich kann es weiß machen hier, aber dann... Nee, wenn es entrustet, dann ist es das nicht mehr. Okay. Mal hinter schwarz. Jeder versteht. Alles gut. Okay, check. Hat sich das bewegt hier? Schweinerei. Kann ich es jetzt wieder bewegen? Hold. I do this. Why you not moving? Ich ramm das. Oder ich hol den Quad. Mit dem dürfte das kein Problem sein, okay. Let's go. Aber im vorsichtigen Modus. Da liegt auch noch ein bisschen Holz. Das ist Geldholz. Hauptsache mein Sprössling bleibt da drin vom Baum. Hier ist mir sehr wichtig. Money Tree. Hatte ich keinen Bock auf den zweiten. Kannst du halt für die Psyche nicht dauerhaft machen, aber ich würde schon sagen, Holz lohnt sich, ne? Ist halt nur mies nervig. Okay. Scheiß Scooter-Musik. Das sollte schon mal brennen. Jetzt kannst du laufen. Ich bin so dämlich. Ja. Ich hätte den Generator wieder anschalten müssen. Ich muss das Holz ausladen, so schnell es geht.
Gar nicht anzünden brauchen, jetzt aber egal. Komm. Mach hinne. Oder ganz anders, ich fahr rüber mit dem Ding. Hässliche Kiste. Schnell. Schnell. Ich werde hundertprozentig flippen. Oh Gott. Ich werde nicht, oder? Ja. Bäumchen kann man jetzt mitnehmen in dem kleinen Ding hier, ne? Eine so verkehrte Idee. Okay. Ich will ja brennen, ne? Lass mich jetzt. Yay! Yay! Ultra Speed! Willst halt auch nicht provozieren, ne? Das Ding ist so scheiße. Einmal hier rüberfahren fühlt sich halt an wie ein scheiß Ausflug um die ganze Welt. Gut. Läuft das? Ich höre es nicht laufen. Ist das voll? Ah. Wieso läuft das nicht? Ich mache doch normalerweise tak, 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 tak. Oder nicht? Vielleicht. Ach so. Ja. Macht's gleich bestimmt wieder. Und das Tak, 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 Tak kommt immer von draußen. Ich verwirrt das Stück. Gut, lass den Lastwagen weiter ausladen. Ich sag mal, das tue ich euch nicht an. Bis gleich. Okay, soweit so gut. Das sind jetzt noch zwei Stücke, die ich noch ganz schnell hier reinschmeiße. Jetzt können wir sogar schon die Taschenlampe wieder anschalten. Das ist genug hier. Und wir machen die... Fuck you. Fuck. Egal. Wird schon zählen. Wir machen die Tree Saplings jetzt. Noch ein bisschen weiter, weil das gefällt mir, dass sich das hier so schön schnell aufpumpt. Lädt. Kann ich die denn noch verbinden, bitte? Das ist schon dick hässlich, was ich hier gemacht habe. Die sind so ein bisschen außen vor. Okay, die mache ich hier dran, da dran, da dran und dann da. Geht. Nur Kacke angefangen. Da ist nichts mehr, ne? Ne. Ist das keiner? Ja, meine. Achso, das ist... Seit wann diese Nachricht, Digga? Seit wann? Ja, anders geht's halt nicht. Muss es so machen. Ich hab mir überlegt, ob es irgendwie anders machbar ist, aber nö. Ist auch egal. Muss keinen Preis gewinnen. An Optik. Muss nur funktionieren. Dann nehmen wir hier einmal was ab. Ey. Und zwar das hier. Hä? Ich will nicht tuben, ich will wegmachen, genau. Und jetzt kommst du hier ran. Genau. Komm mit. Nächste Tube. Du kommst hier ran, du kommst hier ran. Und du kommst hier ran. Wieso fehlt denn hier eine? Fehlt hier nichts, ja, dann ist okay. Dann hätte ich das auch nicht wegmachen müssen. Ah. Okay.
Passt. Den nächsten 3. Bei 23 ist es nicht mehr bad, sondern nur pur. Oh mein Gott. Das ist ja einiges an Trees, damit das witzig wird. Na gut, wir haben ja auch noch ein paar, ne? So ist nicht. Ich nehme jetzt das ganze Ding hier mit. Und jetzt kommen diese Bäume hier. Wie schließe ich die denn am besten an? Am besten, ich schließe die an, wenn die ausgewachsen sind. Einer ist ausgewachsen. Wow. Den kriege ich aber nirgendwo mehr konventionell hier dran. Das ist doch scheiße. Doch, kriege ich. Weiß auch wie. Gib mir das. Das hat noch 3 Tubings. Du kommst nämlich dann hier dran. Und du kommst... Fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich. Das wird auch nicht gehen, ne? Ne. Gut. Dann kommt die Sprout da anders dran. Und zwar... Die kann die gar nicht benutzen, gell? Die Scheiße kommt da gar nicht dran. Was, wenn ich die vielleicht unten hin mache? Ja. Das war blöd. Natürlich war das blöd. Wollte ja das hier an das machen und dann das hier an das. Ja. Das geht sogar. Das ist stabil. Okay. Und die anderen sind alle noch nicht ausgewachsen, ja? Wir müssen hier hinten weiterbauen. Der wäre noch ausgewachsen. Dann könnte man... Uff. Nicht wegen einem jetzt. Aber die beiden haue ich da auch noch raus. Die Maple Trees hier. Das ist mein nächstes Holz. Birch Trees meine ich. Guten Birken. So, weg damit. Hier pflanzen wir noch eine Birke. Kann hier schön wachsen. Brauchen immer Holz. Okay, check. Vielleicht sollte ich das irgendwann mal umgestalten oder mich einfach hier auf diese Gegend fokussieren. Dann habe ich nicht so einen Wald von Scheiße da. Gut. Es dürfte schon wieder durchgebrannt sein, denke ich mir. Oh, 100%. Perfekt. Komm her. Fertig. Das drehen wir um. Bam. Ja, ist ja gut, habe ich gemerkt. Willst trotzdem hier optisch schön haben. So, rein da. Du bist tot. Yep. Dann kann es hier aus. Gut, wir haben nichts mehr. Alles klar. Kettensäge lasse ich hier. Fragezeichen. Nein, weil hier ist eh nicht. Egal, ich versuche beim nächsten Mal das Ding einfach wieder mitzunehmen. Das war eh irgendwie buggy. Wir müssen jetzt so langsam mal fahren. Langsam wird's wichtig, dass wir mal fahren. Okay, let's go. Hier sind so fucking viele Maple Trees. Wenn ich die alle beschneide. Dann müsste da doch irgendwann gut stehen. Ja, ich bin doch unterwegs. Mit Kaffee wir heute schon getrunken, aber er ist immer noch nicht zufrieden. Mein Gott. Die Handbremse rein, dass dann Karre nicht wegfährt. Theoretisch könnte ich mir noch einen Kaffee drücken, aber es ist eh schon spät genug. Nee, wir gehen schlafen. Wie sieht's hier aus? Der kann noch durchlaufen. Wie sieht's hier aus? Die sind trocken. Das geht gar nicht. Schnell. Die müssen schnell wachsen. So, Babys. Jetzt schnell in die Haie. Waschen, Zähne putzen, alles klar, fertig.
Fertig? Bitte geh ins Bett, Digga. Eieiei. Na, wunderbar. Wunderbar. Hier ist ein Hockeyschläger. Ist mir das noch nie aufgefallen oder wurde der dazu gepatcht? Ja, ich habe auch immer hier reingeguckt und dann auf die Hemden geglotzt. Kann sein, dass er da schon ewig drin ist. Okay, jetzt ziehe ich mir ein Bootchen rein. Ja. Hab ja hier noch genug auf den Boden geschmissen. Da ist noch eins. Baller ich mir hier hin. Geil. Schon ein bisschen stolz auf das Auto. Alles klar. Das arbeitet weiter. Das hat auch genug. Nee, hat's nicht. Lass mal auffüllen. Hä? Ich will's doch auch auffüllen, Bruder. Wieso screwed on? Okay, ich glaube, das Spiel braucht einen Restart. Irgendwas geht hier nicht. Versuchen wir es nochmal, ihn zu tanken, ihn auszuschalten. Vielleicht kann ich... Oder hier die Kappe. Die meinen diese verfluchte Kappe und nicht die andere. Oh mein Gott. Scheiß Generator wieder anwerfen. 100. Okay, es wird spät. Hau den noch schnell voll. Den voll zu halten ist A und O. Gleich tanken fahren direkt. Okay. Der kann hier durchziehen. Ich fahr schnell tanken. Tanken und zu den Boys, weil die machen schon ziemlich early zu. Und das ist wichtig. Ich will endlich auf den scheiß Schrottplatz. Irgendwas im Hintergrund geladen, nein, gut. Wenn es was geht, krieg ich dich noch schnell? Ja. Ist ja jetzt kein großer Schlenker. Ich dachte gerade, ich wipe komplett aus. Okay, passt. Passt, passt, passt. Hallo. Was geht ab? Mein Auto sieht viel geiler aus. Ich würde gar nicht mehr tauschen wollen. Sag ich ehrlich. Gefällt mir schon gut. Jetzt ab zur Tanke. Ja, noch locker genug Geld. Können noch Rust Repair Kits mitnehmen. Den BMW komplett fertig machen. Jetzt fließt das Geld, Jungs. Jetzt fließt das Geld. Immer zwei Fässer abgeben nächsten Tag. Ah, du Penner. Gas jetzt. Den haben wir verpasst. Um 13 Uhr, der ist wahrscheinlich so bis 12 da. Das teste ich irgendwann auch nochmal. Stelle ich mich da hin. Guck mir das an, wann der da auftaucht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, diesmal stellen wir die Karre hier hin. Ich muss immer noch nicht die Karre tanken. Das mache ich am Donnerstag. Morgen. Da ist es ein bisschen günstiger. So. Das nehmen wir. Stellen wir wieder hier hin. Diesmal. Ehrlich? Ehrlich? Hab's getreten? Boah, Digga, ich raste aus. Machen wir nicht diesen? Okay, ist mir scheißegal. Dann unrealistisches Tanken.
Here we go, Game. Jetzt keinen Bock, dich 75 Millionen Mal hinzustellen. Bitte weggucken. Ich mach das so um die Ecke. Okay. Diesmal schraube ich die Kappe direkt drauf, damit ich nicht komplett verwirrt vor meinem Generator oder sonstigem stehe. Alles klar, den Jungs noch Hallo sagen. Super importante. Hallo. Hey, comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Hey, prends-toi donc une petite canisse de sirop pour la route, là. Yo, yo. J'aurais pas un petit moment pour un vieux crackpot par jour. Ja. Verstehe ich. Und ich nehme einen mit, belle, ja. Belle, ça. Krieg ich Plus bei dir, wenn ich was kaufe oder wenn ich mit dir rede? Ich denke, wenn ich mit dir rede. Wieso habe ich aber dann beim letzten Mal keinen Plus bei dir bekommen, Digi? Noch dreimal. Hm. Und Mutter anrufen. Auch ganz wichtig. Okay. Rust Repair 1. Danach sind wir pleite. Rust Repair 2. I don't care. Wir haben es doch. Okay, go. Fahre ich nochmal bei dem Dude da hinten vorbei? Ja, komm, wir sind schon hier. Kontaktpflege. Aber auch nur, weil er um die Ecke ist. Hi. Es geht, Eric, my friend. Oder war ein Fass wieder zum Abholen bereit? Ne, das könnte ich eigentlich mitnehmen. Oder ich mache eine komplett Fass. Ne, ich mache eine komplett Fass-Tür, dann muss ich jetzt aufpassen beim Fahren. Braucht das noch nicht. Man kennt's, ne? Fährst du eine Kurve und dann ist alles wieder weg. Das darf nicht passieren. Nehme ich Putin mit? Nee. Geht Mr. Bonjour. Ist hier schon einer? Nope. Auch nicht mehr da. Kann ich hier durchbrettern. Schön querstellen. Ach komm. Ich versuch's jedes Mal. Will doch nur an diesem Stein hier vorbei. Ist nichts passiert. Danke der Nachfrage. Gut, dass ich kein Fass dabei hatte, ne? Wäre jetzt hier den Hügel runtergerollt, die ich jetzt wieder ewig suchen müssen, drei Folgen lang. Dinge passieren. Dinge passieren. Nee. Vielleicht noch eine ordentliche Runde Diabolo. So eine Idee. So, da sind wir. Raus damit. Essig? Nein. Aber eins hole ich raus. Ups. Das hole ich raus. Und das hier. Ist hier eigentlich noch irgendwas hässlich am Auto? Naja, gell? Hier ist auch alles in Ordnung. Ja. Nur noch die scheiß Felgen. Gut. Sieht auch witzig aus mit weißen Felgen, aber mit Betonung auf witzig nicht. Gut. Gut sieht das hier aus. Ohne Scheiß. Also.
Wer das nicht gut findet, der hat einfach keinen Geschmack. In den Kommentaren jetzt gleich zerreißen. Alles klar, wir gehen eine Runde zocken. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Nächstes Mal, wenn wir Ahornsirup abgeben gehen, ist das ein ordentlicher Batzen schon. Also den nächsten Sonntag. Dann vermute ich, nächste Woche Montag heißt in zwei Folgen, werden wir schon ordentliche Tuning-Teile kaufen können. Jetzt ist der Geldfluss da. Ich sag euch ehrlich, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace out.